Hallo und herzlich willkommen zu HNF Sport Extra mit dem zweiten Finalspiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft zwischen den Adlern aus Mannheim und den Eisbären Berlin. Das erste Spiel hatten die Eisbären in eigener Halle für sich entschieden. In der vollbesetzten SAP Arena mussten die Adler also unbedingt gleichziehen, um nicht mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Und wer noch eine Karte für dieses Finale bekam, der wird sich lange an diesen Abend und die Stimmung erinnern. Es war ein episches Match, was sich beide Mannschaften lieferten. 13.600 Zuschauer sorgten außerdem für Gänsehautatmosphäre. Die Adler legten druckvoll los, anders als in Spiel 1, als sie lange nur taktierten. Und sie hatten gleich in der ersten Minute ihre erste Chance. Und das war zugleich ein Riesending. Der Schuss von Steve Wagner klatschte an den linken Torpfosten. Da hätte Rob Sapp im Berliner Gehäuse nicht den Hauch einer Chance gehabt. Glück für ihn und die Gäste aus der Hauptstadt. Am Sonntag hatten beide Mannschaften eher eine defensive Grundausrichtung bevorzugt. In Mannheim waren aber beide Teams von den ersten Minuten an im Vorwärtsgang. Die Eisbären in der zweiten Minute mit ihrer ersten Möglichkeit. Und die war ähnlich gut wie die zuvor von Wagner. Mats Christensen verfehlte das Adlertor aber ganz knapp mit seinem Schuss. Nichts von Abtasten war zu spüren. Berlin, was den Spielaufbau angeht, sicher die bessere Mannschaft. Die Adler hielten mit enormer Laufbereitschaft und viel Kampfgeist dagegen. Die von vielen als Traubfinale bezeichnete Endspielserie bot an diesem Abend alles, was diesen Sport auszeichnet. Frank Mauer mit seinem Schuss kein Problem für Rob Sapp. Es gab kaum Unterbrechungen. Rauf und runter lief die Scheibe in einem Wahnsinnstempo. Nach 7 Minuten das nächste richtig gute Ding für Mannheim nach diesem Konter und dem Klassepass von Ronny Arendt. Kommt Sean Bell frei zum Schuss. Der wird aber noch abgefälscht. Gute Möglichkeit für den Abwehrschrank der Adler, der sich ärgerte. Das hätte das so sehr herbeigesehnte Führungstor sein können. Danach waren es wieder die Gäste, die gefährlich vor das Tor der Adler kamen. Es war ein klasse Spiel schon in den ersten Minuten. Beide Mannschaften wollten unbedingt den ersten und so wichtigen Treffer erzielen. Immer wieder der Versuch von beiden Mannschaften, den Gegner früh unter Druck zu setzen und damit Fehler zu provozieren. Das gelang Berlin ganz gut in dieser 12. Minute. Sie konnten sich festsetzen im Mannheimer Drittel. Und erneut war es Mats Christensen, der frei zum Schuss kam. Aber die Scheibe wieder verzog. Die Gefahr war noch nicht vorbei, denn Berlins Verteidiger Richie Regier mit der nächsten Schusschance. Freddy Brathwaite, Mannheims Torwart, rechtzeitig zur Stelle. Christensen und Regier hießen die Berliner Torschützen in Spiel 1. Hier brachten beide die Scheibe nicht im Mannheimer Tor unter. Gute Chance für den amtierenden deutschen Meister. Wir bleiben in der 12. Minute. Mannheims erster Sturm auf dem Eis, Ullmann, Mitchell und McGowan. Die ließen die Scheibe hin und her wandern. Das sah nicht besonders gefährlich aus. Doch was daraus wurde, wenn man nur lange genug und hart arbeitet, das zeigte Christoph Ullmann. Hier bekommt er die Scheibe. Erster Versuch, zweiter Versuch. 1:0, 11 Minuten und 46 Sekunden zeigte die Uhr. Das erste Adlertor in der Finalserie 2012. Herausgeackert und viel umjubelt dieser Treffer, den die Schiedsrichter nach dem Videobeweis anerkannten. Das 8. Tor von Christoph Ullmann in den diesjährigen Playoffs und das im 11. Spiel. Ungekürzt die Szene nun unmittelbar nach dem Führungstreffer. Die Adler wie entfesselt. Sie wollten schnell nachlegen und bestürmten das Eisbärentor, vor dem das totale Chaos ausbrach. Was war da los vor Rob Sapp? Das war der helle Wahnsinn. Was übrigens auch die Stimmung angeht, wohl noch nie war es so laut in dieser Arena. Die Zuschauer wollten den Puck ins Tor brüllen. Markus King volle Kanne Richtung Eisbärentor, ohne Erfolg.
Dieses zweite Finale war ein absolutes Eishockey-Spektakel. Die Adler hatten nun ein deutliches Übergewicht, wurden aber schnell wieder in den brutalen Alltag zurückbefördert. 14. Minute, Jamie Sivers erkämpfte sich den Puck hinter dem eigenen Tor, aber aufgepasst. Dann dieser tödliche Pass auf Barry Tallexen. 1:1 nach gespielten 13 Minuten und 57. Oh weia, was für ein Aussetzer von Jamie Sivers, der so eine großartige Saison gespielt hat, nun aber quasi der Assistent des ersten Berliner Tores war. Keine Chance für Freddie Braithwaite. Die Adler kurzzeitig konsterniert und angeschlagen, bevor es wieder an die Arbeit ging. Eine Möglichkeit hatten sie noch in der 20. Minute durch Ken McGowan. Millimeter fehlten da zur erneuten Führung. Wobei man als Unparteiischer hier auch mal auf Strafe entscheiden kann. Denn McGowan wurde kräftig ausgehebelt. Die erste Mannheimer Sturmreihe war aber immer brandgefährlich und hatte letztendlich auch für das 1:0 gesorgt. 1:1 allerdings nach 20 Spielminuten. Es gab einiges zu notieren für Adlercoach Harold Kreis. Hinein ins zweite Drittel und da standen die ersten 10 Minuten bis auf wenige Ausnahmen ganz im Zeichen von einem stark aufspielenden amtierenden Meister. Berlin mit viel, viel Druck und dieser ersten guten Möglichkeit bereits nach 20 Sekunden durch Darren Olver. Es war die beste Phase der Gäste, die Mannheim kaum noch aus dem eigenen Drittel rauskommen ließen. Man musste als Adler-Fan das Schlimmste befürchten. Mit Händen und Füßen wehrten sich die Gastgeber nun gegen das zweite Gegentor. Jetzt zeigten die Eisbären, über welches Potenzial sie verfügen. Nur das Wichtigste, das schafften sie eben nicht, nämlich ein Tor zu erzielen. Und da kannst du dir am Ende zwar auf die Fahne heften, vorübergehend den Gegner beherrscht zu haben, nur kaufen kannst du dir dafür auch nichts. Und so war das in diesem Fall. Für die Adler auf der anderen Seite muss man aber auch erkennen, oft dürfen sie sich solche Momente im Lauf der Serie nicht mehr leisten. Denn irgendwann gehen die Dinger auch mal rein. Wie zum Beispiel diese Chance hier durch Jonathan Sim. Viel Glück für die Adler, dass sie sich schadlos halten konnten. Das Spiel hätte kippen können, tat es aber letztendlich nicht. Nach 27 Minuten dann der erste Entlastungsangriff von Mannheim. Und der hatte es in sich. Denn Frank Mauer schickte Ronny Arendt auf die Reise. Arendt gegen Sepp. Weiter 1:1. Guter Versuch des Adlerstürmers. Stark allerdings auch die blitzschnelle Reaktion von Rob Sepp, der die Fanghand rausbringt. Nicht wirklich geordneter Spielaufbau der Adler. Immer wieder klärten sie nur über die Bande und kamen dennoch zur nächsten Möglichkeit. Dieses Mal hieß das Duell Yannick Lehoux gegen Rob Sepp. Und wieder gewann der Torwart der Eisbären diesen Zweikampf. Wobei die Schiedsrichter hier unbedingt hätten auf Strafe entscheiden müssen. Da wurde Lehoux regelwidrig am Torschuss gehindert. Das folgende Bulli. Dass Christoph Ullmann gewinnt, Dennis Reul mit dem Schuss, Mitchell auf McGowan, 2:1. 33 Minuten und 32 Sekunden waren vorbei, eine glückliche Führung zu diesem Zeitpunkt, als Berlin das Match diktierte. Nur für die Adler hätte das Tor zu keinem besseren Zeitpunkt fallen können. Wieder die Sturmreihe Ullmann, Mitchell, McGowan, die einen großartigen Abend hatten, der im weiteren Verlauf noch schöner werden sollte. McGowan auch schon mit seinem 7. Playoff-Tor. Ganz brenzlig wurde es nochmal Sekunden vor Ende des zweiten Spielabschnitts, als Mollock beinahe den Ausgleich erzielt hätte. Kräftiges Durchatmen. Wieder so eine Situation, wo sich so ein enges Match drehen kann. Das wäre ein Tiefschlag für die Adler gewesen, wenn hier mit der Pausensirene das 2:2 gefallen wäre. Vorausgegangen war ein Fehlpass von Niki Gotsch. 2:1 nach 40 Minuten.